Du hast die Gags geschrieben von Wetten, dass, also von Markus Lanz im Stand-up. Mhm. Und als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, dachte ich, da waren Gags drin. Ja. Und dann habe ich noch ein bisschen recherchiert und tatsächlich, ja, es gibt ein Stand-up am Anfang der Show, ne? Den hast du verfasst. Ja, das ist, also ist, als Story ist es gut, es ist fast richtig. Also es war wie folgt, es war die erste Sendung Markus Lanz in Düsseldorf, glaube ich, damals. Ja. Und dann hatte der Produzent der Sendung, schickte mir so eine SMS und sagte, ja, wir haben jetzt hier gleich Sendung. Also ich wusste natürlich, dass die Sendung kommen würde und sagte, du mal, wir brauchen noch ein paar One-Liner. Und dann habe ich ihm wirklich so aus der Kneipe raus per SMS so 10, 15 Gags einfach geschrieben. Also von bis. Hast du einen noch parat irgendwie? Was war da? Naja, es war halt so, ja, wirklich... sagte dann irgendwie, kommt raus, ja, jetzt bin ich hier in Düsseldorf, das ist der einzige Ort in Deutschland, wo die Pelztierdichte noch höher ist als in Grönland, wo ich gerne hinfliege. Also ja, komm, ja, hier hat auch schon wieder keiner. Ja. Also geht schon wieder los. und es war dann aber auch, es war dann, also die Gags waren okay, aber Stimmung, Vortrag, es war halt auch nicht so richtig gut, aber er hatte vor Ort auch zwei, drei andere Autoren, nicht nur den einen in der Kneipe, der... umsonst ein paar SMS geschickt. Umsonst? Hat. Ja, du, ich mache ja manchmal auch Charity. Ne? Ich hab, oh, toll. Ja. Gerade wenn das ist ja wohl Charity. Ja. Ja, das ZDF wirkte damals einfach, ich wusste schon, aber komm. nein, und dann gab es ja diese Bild, die Bild hat ja quasi von Sekunde 1 an sich auf Lanz gestürzt. Und zwar wirklich, als die Quote ja noch gut war. Also sie hatten ja offensichtlich nichts anderes vor, als ihn einfach direkt kaputt zu schreiben. Und am Montag kam dann die... die große Bildschlagzeile, erste Sendung Markus Lanz, super Quote, aber, Doppelpunkt, und dann richtig groß, wer schreibt ihre Gags, Herr Lanz? Ihre miesen Gags heißt es sogar. Ihre miesen Gags. Ihre miesen Gags. Und dann dachte ich auch, na, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank auch. Und wurde das jemals gelüftet, dass du das bist? Natürlich nicht, also bis heute halt, bis heute. Oh Gott. Ja. Mickey, oh. Mickey Leaks. Sorry, ja. Mickey Leaks, sehr gut, gibt's die Seite? Nein. Mach das. Ja, oder? Wäre eigentlich gut. Absolut, ne? Lass es dir schützen.